Willkommen, Freunde. Ich spiele schon seit über 15 Jahren Sims und in der Zeit habe ich mir immer wieder Geschichten überlegt, die man spielen kann. Und diese möchte ich euch heute vorstellen. Die allererste Story, die ich euch vorstellen möchte, ist das, was ich gerne die Romeo und Julia Geschichte nenne. Sie handelt von zwei Teenagern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Er ist arm und kommt aus dem falschen Teil der Stadt. Seine Familie ist kriminell. Sie ist das genaue Gegenteil von ihm. Sie ist reich und stammt aus einer guten Abstammung und ihre Familie legt sehr viel Wert auf Manieren und Etikette. Und wie es das Schicksal so will, treffen sich die beiden und verlieben sich sofort. Trotz ihrer Unterschiede sind beide total fasziniert voneinander. Sie findet es zum Beispiel gut, dass er ihr das wahre Leben zeigt, fernab von Privatschulen und Champagner. Und er findet es gut, dass sie ihn mehr sieht als einfach nur einen Kriminellen von der falschen Seite der Stadt. Doch das Ganze wäre keine Romeo und Julia-Geschichte und auch keine dramatische Sims-Geschichte, wenn die Eltern gegen diese Beziehung nicht etwas hätten. Ihre Eltern mögen ihn nicht, weil er eben offensichtlich nicht reich ist und damit der falsche Umgang für ihre Tochter ist. Seine Eltern haben etwas gegen sie, weil sie ihn davon abhält, den kriminellen Spuren seiner Familie zu folgen. Und von nun an beginnt das eigentliche Drama der Geschichte. Denn das junge Paar muss sich nun heimlich treffen. Ich nutze dazu gerne die eher weniger bekannten Orte in Sims 4. Zum Beispiel die Ruinen oder irgendwo in Mount Camaravi. Einfach da, wo es unwahrscheinlicher erscheint, dass die Eltern hinkommen. Allerdings arrangiere ich die Umstände dann dennoch so, dass die Eltern irgendwie auftauchen. Und das führt natürlich zu massiven Streit zwischen den Eltern und den Kindern. Dieses Verhalten wird natürlich auch von den Eltern bestraft. Ich sperre dann die Jugendlichen zum Beispiel gerne in ihr Zimmer ein. Das geht ganz einfach, indem man die Tür abschließt. Oder das Offensichtliche, die Jugendlichen dürfen sich nicht mehr sehen. Aber wie jede Romeo und Julia-Geschichte braucht das Ganze auch ein dramatisches Ende. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die beiden gemeinsam abhauen und dann eben als Runaway Teenager leben, ohne Geld und alles sich neu aufbauen müssen. Eine andere und die deutlich dramatischere Möglichkeit wäre, dass sie wie im realen Romeo und Julia gemeinsam den Tod finden. Hier wurden beide vergiftet. Die zweite Story-Idee ist der absolute Klassiker, nämlich die Teenager-Schwangerschaft. Sie ist feiern und völlig betrunken und dann lernt sie zufällig an der Bar ihn kennen. Die beiden Teenager flirten heftig miteinander und eins führt zum anderen und sie haben ein Techtelmechtel im Busch. Als der Teenager plötzlich dann seine Tage nicht mehr bekommt, ist er verzweifelt und macht einen Schwangerschaftstest. Das Ergebnis ist leider positiv. Es ist offiziell, das junge Mädchen ist schwanger. Als sie ihren Eltern davon erzählt, reagieren diese leider gar nicht gut und schmeißen das Mädchen raus. Völlig verzweifelt erzählt sie die Neuigkeiten dem Vater des Kindes. Doch auch dieser sucht schnell das Weite. So viel Verantwortung will er in seinen jungen Jahren einfach noch nicht tragen. Und schließlich war das Ganze nur ein One-Night-Stand. Jetzt beginnt die eigentliche Challenge der Story. Das junge Mädchen muss alleine, ohne Geld und mit ihrem Baby irgendwie klarkommen. Neben ihrer Pflichten als Mutter muss sie es irgendwie noch schaffen, die Schule unter einen Hut zu bringen und den Haushalt zu schmeißen. Doch das Mädchen schafft es irgendwie, ihre Tochter großzuziehen und aus der Tochter ist erfolgreich ein Teenager geworden. Hier könnte man die Geschichte schon enden lassen, aber ich spiele die Geschichte gerne noch weiter. Ihre Tochter wird neugierig und fragt sich, wieso sie eben ohne Vater aufgewachsen ist. Was dazu führt, dass sie sich eigenständig auf die Suche nach ihrem Vater macht. Als sie diesen dann tatsächlich gefunden hat, erzählt ihr natürlich eine komplett falsche Geschichte, die gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Völlig wütend geht der Teenager zur Mutter und teilt ihr mit, sie möchte nicht mehr bei ihr wohnen, sie möchte entweder zum Vater ziehen oder, wenn ihr die ganze Geschichte nochmal wiederholen wollt, sie möchte alleine leben. Wie die Geschichte nun weitergeht, ist euch überlassen. Die nächste Story-Idee ist verliebt in einen Vampir. Alles fängt wie im Film an. Sie treffen sich zufällig und sind sich gleich sympathisch. Er überrascht sie immer wieder mit den schönsten Dates. Doch irgendetwas macht so keinen Sinn an ihm. Zum Beispiel, wenn sie verabredet sind, taucht plötzlich immer eine Fledermaus auf. Irgendwie macht er öfters komische Gesten. Und er scheint sehr schnell einen Sonnenbrand zu bekommen. Irgendwann, als sich der Vampir nicht mehr beherrschen kann, offenbart er ihr das Geheimnis und bedient sich an ihr. Es ist nun raus, sie ist in einen Vampir verliebt.
Der Vampir stellt sie daraufhin zur Wahl. Entweder sie wird auch zum Vampir, muss aber den Kontakt zu all ihren Freunden abbrechen, oder die Beziehung wird beendet und sie muss mit Rache der ganzen Vampirfamilie rechnen. Um das Ganze noch spannender zu machen, füge ich gerne eine beste Freundin hinzu, die sich zufälligerweise als Hexe herausstellt, und einen besten Freund, der ebenfalls in sie verliebt ist. Falls sie sich tatsächlich für den Vampir entscheiden sollte, spiele ich gerne so die Anfangs-Challenges eines neuen Vampirs, zum Beispiel unkontrollierter Blutdurst oder ihm das Gewöhnen, dass man auf einmal auf die Sonne empfindlich ist. Die vierte Story-Idee ist Good Girl Gone Bad und es ist die Geschichte eines Teenagers, der vom braven Mädchen zur Rebellin wird. Sie ist anfangs das absolute Traumkind, lernt gerne, verbringt gerne Zeit mit den Eltern und ist etwas kindlich noch. Doch eines Tages lernt sie zufällig neue Freunde kennen und versteht sich auch mit ihnen. Statt zu lernen, verbringt sie ihre Abende jetzt damit, jeden Tag feiern zu gehen und sich mit ihren Freunden zu betrinken. Dabei macht sie auch mit jedem Jungen rum, der ihr über den Weg läuft. Sie wird irgendwie also zum klassischen Bad Girl. Auch ihr Aussehen verändert sich immer mehr. Ihre Tage verbringt sie nun damit, mit ihren Freunden Schule zu schwänzen im Park. Dabei pöbelt sie auch gerne hilflose Passanten an und macht allgemein nur Quatsch. Ihre Eltern sind natürlich gar nicht begeistert von ihrer Wandlung und möchten ihr altes Kind zurück. Ob das ganze Verhalten nur eine Phase war und sie wieder zu ihrem alten Selbst zurückfindet oder ob sie tatsächlich so bleibt und vielleicht sogar eine Karriere als Kriminelle einschlägt, könnt ihr entscheiden. Ich habe beides gespielt und beides macht total viel Spaß. Die nächste Story-Idee ist berühmt werden um jeden Preis. Euer Sim zieht nach Delsor Valley, einzig allein mit dem Ziel, berühmt zu werden. Dabei ist sie natürlich auf Simstagram unterwegs und teilt jedes bisschen von ihrem Alltag, so wie es sich eben für einen wahren Sims-Influencer gehört. Um berühmt zu werden, macht euer Sim wirklich alles. Sie schleimt sich bei berühmten Sims ein und schreckt auch nicht davor zurück, sich hochzuschlafen. Auch als Schauspielerin versucht sie sich natürlich, egal wie lächerlich die Rollen sind, die sie dabei spielen muss. Nach und nach wird sie tatsächlich immer berühmter. Doch als klassischer Star gehört natürlich auch die ein oder andere Schönheitsoperation dazu, die sie natürlich auch mit ihren Followern auf Simstagram teilt. Irgendwann hat sie dann tatsächlich ihr Ziel erreicht und ist ein 5-Sterne-Star und berühmt. Die Story ist damit zu Ende. Das war's mit den Stories. Ich hoffe, ihr konntet eine gute für euch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.